Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Sutterlüti, mein Ländlemark. Ja, herzlich willkommen zum Ländlesport, präsentiert von Sutterlüti hier auf Ländle TV. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben, wenn wir den Ländlesport direkt in Ihr Wohnzimmer bringen. Wie gewohnt schauen wir auf die Vorarlbergliga, auf die VNAT Eliteliga und es wird olympisch hier bei uns im Sportstudio. Zu Gast heute Kunstturnerin Elisa Hämmerle aus Lustenau, frisch aus Tokio zurück und heute schon bei uns im Studio. Doch davor werfen wir erstmal einen Blick auf die Vorarlbergliga. Auf vielen Plätzen in Ländle hieß es am Wochenende Wasserball statt Fußball. Doch fast alle Vereine haben dem Wetter getrotzt, so auch der FC Lustenau mit Trainer Philipp Hagspiel. Am Wochenende war zu Gast im heimischen Stadion an der Holzstraße der FC Bietzau. Beide sehr gut in die Saison gestartet und im Heimspiel war für die Hagspiel-Elf eins ganz besonders wichtig, das Ziel war der zweite Heimsieg in dieser Saison. Willkommen zum Vorarlberg-Liga-Duell zwischen dem FC Lustenau und dem FC Bietzau. Pünktlich mit Spielbeginn setzt er ein. Der Regen und nicht der erwartete Sturmlauf des Tabellenzweiten aus dem Woll. Die Gäste aus Bietzau versuchen mit dem Anpfiff von Schiedsrichter Ricker dem Spiel den Stempel aufzudrücken, mit der frühen Führung die Weichen auf Sieg zu stellen. Doch die Blau-Weißen von der Holzstraße halten dagegen. Aus einer gesicherten Defensive mit schnellem Spiel in die Spitze. So der Matchplan der Hagspiel-Elf. So kommt es, wie es kommen muss. Die Defensivabteilungen bestimmen das Spielgeschehen, lassen vorerst keinen Gegentreffer zu und so geht es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Hinein in die zweite Spielhälfte. ...54 Minuten sind gespielt und es riecht erstmals nach Tor an der Holzstraße. Schlechtes Zuspiel der Bietzauer Defensive. Majanovic auf Mark Vogel, der weiter zu Simon Hefele. Doch dessen Abschlussversuch kostet Bietzau-Keeper Hefel nur ein müdes Lächeln. 3 Minuten später, die große Chance auf die Führung für die Gäste. Foul-Freistoß Murat Bekar. Lustenau-Goalie Mendes kann nur kurz abwehren. Natta ist zur Stelle, setzt das Ding, aber neben den Kasten. Nach gut einer Stunde ist es dann aber soweit. Bietzau-Kapitän Manuel Palkovic hebt die Kugel hoch in den FCL-Strafraum. Mutus Kopfballabwehr gerät zu kurz, fällt genau Murat Bekar vor die Beine und der netzt zum verdienten 0:1 ein. Geht der Bietzauer Siegesran auch in Lustenau weiter? Doch die Freude über den Führungstreffer hält nicht lange. Aufgeben für die 1907er ein Fremdwort. Ganze 4 Minuten später klingelt's auf der anderen Seite. Pipifeine Aktion der Sticker über die rechte Seite. Simon Graber mit dem Zuspiel in den Rücken der Bietzauer Abwehr. Okan Öner ist zur Stelle und schiebt die Kugel locker zum 1:1 Ausgleich in den Kasten. War's das schon? Nein. Beide Teams haben trotz des tiefen Bodens richtig Lust zum Kicken. Nachspielzeit ist angesagt in Lustenau. Foulfreistoß für die Hagspiel-Elf. Simon Graber hebt die Kugel hoch vor dem Bietzauer Kasten.
Alin Mutu steigt hoch und wuchtet die Kugel wie Aluminium zum vielumjubelten Siegestreffer in die Maschen. Ende gut, alles gut. Damit ist für den FC Lustenau alles gegessen. Der zweite Heimerfolg der laufenden Spielzeit im Kasten. Trotz der vielen Ausfälle im Moment, eine schwierige Situation mit dem Megaprogramm, das wir jetzt abgespult haben, sind wir überglücklich, dass die 3 Punkte im Holz blieben. Und was hat heute den Unterschied ausgemacht? Außer, dass ihr ein Tor mehr geschossen habt wie Witzau? Vor allem der Wille, finde ich. Vor allem daheim haben wir immer alles rein und wir wissen genau, dass wir daheim immer jeden schlagen können. Und heute hat das kleine Wille mehr zählt, dass wir gewonnen haben. Ja, es ist heute ein ganz schwieriges Spiel gewesen. Wir haben schon gewusst, was auf uns zukommt in Lustenau, dass sie eine heimstarke Mannschaft sind. Da, ja, der Platz ist gehörig richtig tief gewesen. Da, ja, wir haben da kadermäßig ein bisschen im Moment viel verletzt ja, und Urlaub, aber da, die Mannschaft hat alles rausgehauen. Wir sind heute einfach nicht die glückliche Mannschaft gewesen. Aber ja, da, wir gehen wieder Gas und dann schauen sie dann am Mittwoch gegen Hörbrands vielleicht gleich wieder anders aus. Ja, Mission geglückt, Heimsieg für den FC Lustenau und wir schauen auf die anderen Plätze in der Vorarlbergliga. Der SV Lochau baut seinen Vorsprung mit einem 3:1 gegen die SC Altach Juniors weiter aus. Das Spiel SC Göfis gegen den SV Ludesch wurde abgesagt. Der FC Höchst und der FC Schrunz trennen sich 5:0. Auch abgesagt wurde das Spiel des FC Alberschwende gegen den SK Meiningen. Der SC Fußach triumphiert mit 2:0 gegen den VfB Bezau. Der FC Hörbrands scheitert gegen den FC Andelsbuch mit 3:4 knapp. Und der FC Hart gewinnt mit 6:1 gegen den FC Blau-Weiß-Feldkirch. Wir schauen auf die Tabelle. Vom Sonnenplatz grüßt weiterhin der SV Lochau mit 5 Spielen und 15 Punkten, gefolgt vom FC Bizau, erst 4 Spiele, aber schon 9 Punkte und auf dem dritten Platz der FC Höchst auch mit 5 Spielen und 9 Punkten. Die zweite Tabellenhälfte wird vom FC Hörbrands angeführt und die letzten 3 Plätze sind aufgeteilt auf den FC Schrunz mit 3 Punkten, den VfB Bezau mit 2 Punkten und weiterhin sieglos ist der FC Blau-Weiß-Feldkirch. Ja, und wir kommen schon zur VNAT Elite Liga. Auch hier geht es Schlag auf Schlag weiter und 2 Teams, die noch etwas hinter ihren Erwartungen stehen, das sind der VfB Hohenems und Schwarz-Weiß Bregenz. Beide können mit der momentanen Punkteausbeute noch nicht zu 100% zufrieden sein und für beide Teams gab es erstmal ein Heimspiel am Wochenende. Der VfB erwartete im heimischen Herrenriedstadion den FC Lauterach und der FC Wolfurt musste zu den Schwarz-Weißen in die Landeshauptstadt. Elite-Liga Runde 5 und wir sind in Hohenems. Der VfB empfängt hier im Herrenriedstadion den FC Lauterach. Und die Gäste aus Lauterach legen gleich los. 19 Minuten sind gespielt. Langer Ball auf Außen und der kommt wieder in die Mitte und der steht völlig frei. Abdül Kerim Kalkan mit dem 1:0 für die Gäste nach knapp 20 Minuten. Keine 4 Minuten später Abwehrfehler der VfB hinter Truppe und Kevin Brandl steht völlig frei vor dem Kasten, schiebt ein und es heißt 2:0 für den FC Lauterach. Doch der VfB kommt besser aus der Kabine. 47 Minuten sind gespielt, Zweikampf im Strafraum, der Unparteiische entscheidet sofort auf Elfmeter und das ist auch die richtige Entscheidung. Dominik Fessler tritt an und schiebt eiskalt zum 2:1 ein.
Nach Spielzeit in Hohenems, es läuft die 92. Minute, Freistoß für den VfB. Und jetzt heißt es, anschnallen bitte. Maurice Wunderli, was ist das denn? Ausgleich in letzter Sekunde und wie? Direkter Freistoß zum Remis in Hohenems. Und das war's. Der VfB trennt sich mit dem FC Lauterach, also 2:2. Wir sind in Bregenz. Herzlich willkommen aus dem Immo-Agentur-Stadion direkt am Bodensee. Zu Gast bei den Schwarz-Weißen der FC Wolfurt. In Hälfte 1 passiert nicht viel, doch die zweite Hälfte hat es in sich. 48. Minute, Benjamin Neubauer wurschtelt sich durch, zieht einfach mal ab und der Ball ist drin. 1:0 für die Gäste. Exakt 10 Minuten später, es kommt im Strafraum zum Handspiel. Schiedsrichter Johannes König zeigt direkt auf den Punkt, richtige Entscheidung, Strafstoß. Alexander Omjenovic, 2:0. Ja. 69. Spielminute, großer Auftritt, Idiano Lima Rosa dos Santos am Strafraum, tänzelt er durch, zieht ab und es steht 0:3 aus Sicht der Bregenzer. Doch die geben sich nicht auf, die Bregenzer. Angriff über die linke Seite, Steilpass in den Strafraum. Und da steht Vinicius Marcial Gomez und es steht 1:3. Und der hat noch nicht genug, der Gomez. Eckball von der linken Seite, Gomez springt am höchsten, köpft Richtung Tor und der Ball hinter der Linie, es steht 2:3. Geht da noch was für die Bregenzer? Jetzt erstmal Foulfreistoß von der linken Seite für den FC Wolfurt. Und in der Mitte Alexander Omjenovic springt am höchsten, macht die Entscheidung. Es steht 2:4 für den FC Wolfurt. Ja, und das war's dann auch in Bregenz. Die Schwarz-Weißen und der FC Wolfurt trennen sich am Ende 2:4. Ja, spannende Spiele, schöne Tore in der VNAT Elite Liga. Wir schauen auch hier auf die anderen Plätze. Der FC Rothenberg und der SC Austria Lustenau Amateure trennen sich 1:1 unentschieden. Die Admira aus Dornbirn gewinnt 4:3 gegen den SC Röthis und Rot-Weiß Rankweil siegt mit 3:0 gegen den FC Eck aus dem Bregenzer Wald. Der Dornbirner SV an diesem Wochenende spielfrei. Wir schauen auf die Tabelle. Ganz oben der SC Admira Dornbirn mit 13 Punkten und 5 Spielen. Dicht gefolgt vom FC Wolfurt 5 Spiele, 10 Punkte. Der Dornbirner SV noch ein Spiel weniger und 9 Punkte. Und die letzten drei Plätze sind aufgeteilt auf den FC Lauterach 4 Spiele, 2 Punkte. Die SC Austria Lustenau Amateure 5 Spiele, 1 Punkt. Und weiterhin sieglos auf Platz 11 der FC Eck. Weil wir besonders sind. Weil Ihre Sicherheit etwas ganz Persönliches bedeutet, schaffen wir einen Ort, wo sich Erfahrung und Innovation treffen. Die Wälder Versicherung ist seit 1798 für alle Häuslebauer da. Alle Entscheidungen werden bei uns Zahnspur getroffen und wir reden die gleiche Sprache wie alle unsere Kunden. Uns ist es wichtig, dass wir zusammen mit unseren Kunden Lösungen mit Hausverstand und Handschlagqualität treffen. Für das steht da jeder Einzelne bei uns im Team. Ich bin Lisa Hämmerle und als Kunstturnerin bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio dabei.
Weil mir die Wälderwerte wichtig sind, bin auch ich Kundin bei der Wälderversicherung. Und das, obwohl ich aus Luschnau bin. Deshalb ist auch dein Haus und deine Wohnung wo die älteste Versicherung im Ländle mit über 223 Jahren Erfahrung in bester Hand. Wälderversicherung, wo das Beste der Vergangenheit Gewissheit für die Zukunft bringt. Wälder, Versicherung seit 1798. Ja, und vom Fußball kommen wir jetzt zum Kunstturnen. Für fast jeden Sportler ist der größte Ansporn in seiner Karriere, einmal auf internationaler Top-Ebene performen zu können. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder gar die Olympischen Spiele, dies ist für viele der große Traum. Und für einige wird dieser Traum Realität. Schon früh dreht sich für Elisa Hämmerle alles um das Turnen. Schon damals zeichnet sich ab, die junge Lustenauerin hat Talent. Mit den Jahren in den Turnhallen des Landes wächst die Leidenschaft und auch der Ehrgeiz. Das Ziel? Einmal bei den ganz Großen mitturnen. Nach 3 Staatsmeistertiteln in Folge fährt Elisa Hämmerle nach Singapur zu den Olympischen Jugendspielen. Doch sie will mehr. Und schafft es auch. Nach einer tragischen Verletzung 2016 in Rio repräsentiert die 25-Jährige ihr Land bei den Spielen in Tokio. Der große Traum wird wahr. Ja, und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns im Studio ist. Aus Olympia, frisch aus Tokio, wieder zurückgekehrt, Elisa Hämmerle. Danke, dass ich hier sein darf, freut mich sehr. Elisa, Tokio 2020 bzw. 2021 jetzt hinter dir. Erzähl mal, wie waren deine Eindrücke von Tag 1 bis zuletzt? Ja, also schon mal die Anreise oder beziehungsweise die Tage davor waren sehr beeindruckend, weil das Ganze hat eigentlich gestartet mit der Einkleidung in Wien. Einkleidung sowie auch Verabschiedung mit dem Bundespräsidenten in der Hofburg. Und ja, das Österreichische Olympische Komitee hat das wirklich sehr toll organisiert. Allein das gibt schon, das war eigentlich so für mich das erste Gefühl, okay, wow, ich bin irgendwie angekommen und jetzt geht's endlich los nach dieser langen Warterei. In Tokio dann selber, also wir hatten da ein eigenes Apartment mit mehreren Zimmern und beeindruckend war da schon die Aussicht, also die war wirklich mega toll. Das Olympische Dorf selber ist in einer Bucht gelegen und die Aussicht war dann ja auf die verschiedenen Hochhäuser, das hat am Abend sehr toll ausgesehen und auch da wieder alles auf dem modernsten Stand. Da hat sich Japan wirklich sehr, sehr bemüht. Und auch die Trainingsstätten, ja, also da war wirklich alles hervorragend, sehr toll organisiert und schade, dass das die Welt nicht live sehen konnte. Springen wir in den Bewerb rein. Podiumstraining für dich direkt in Tokio und du hast dich an der Wade verletzt. Jetzt springen wir ein paar Jahre zurück. Rio 2016 mit einem Achillessehnenriss. Manche Sportler erholen sich von so einer Verletzung gar nicht. Du hast es trotzdem geschafft, 2021 doch wieder für Olympia teilnehmen zu können. Und dann dieses Déjà-vu. Was geht da in dem Moment im Kopf von dir vor? Ja, das war wirklich ein Schockmoment. Man muss sich das so vorstellen, ein Podiumstraining, das ist die Man hat eine Chance, bei so einem Großereignis in der Wettkampfhalle zu trainieren. Da schauen auch die Kampfrichter zu, sie bewerten dich nicht. Es ist die interne Quali für die Quali schlussendlich. Man will natürlich da seine beste Leistung auch zeigen und vor allem ein gutes Gefühl für den Wettkampf mitnehmen. Und ja, in Tokio war das so, das Boden war das zweite Gerät. Ich habe meine Übung gemacht und bei der zweiten Akrobatiklinie, das ist eine Kombination aus 2 Sprüngen. Man geht
Ich gehe von einer Rückwärtsakrobatik direkt in eine in einen Vorwärtssprung. Und das ist ein ganz kurzer Absprung. Ja, in der Übung hat das nicht so gut funktioniert. Ich habe den Absprung nicht so gut erwischt. Und dann hatte ich ein komisches Gefühl. Und nach der Übung wollte ich diese Akrobatiklinie nochmal machen. Und dann im Absprung von dem ersten Akroelement in das zweite habe ich einen ganz komischen Zug in meiner Wade, in meiner rechten Wade gespürt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kenne dieses Gefühl. Es war, ja, es ist schwierig zu beschreiben, es ist, als ob etwas loslässt in der Wade, irgendwas lässt nach. Und ich habe dann zu meinem Trainer geschaut und habe gesagt, ja, irgendwie da war etwas Komisches. Gott sei Dank war auch der Physio bei uns mit. Und die Wade hat sich dann komplett verkrampft. Und ja, hatte ich nicht mehr wirklich ein Gefühl im Fuß. Also ich konnte nicht mehr auf die Zehenspitzen stehen oder Druck auf den Fuß wirklich geben. Und schlussendlich war es dann eine stärkere Wadenzerrung. An sich nichts Schlimmes. Aber natürlich, wenn der Muskel nicht richtig arbeitet, da kannst du nicht viel dagegen machen. Und wenn der Wettkampf natürlich eine Woche später gewesen wäre, dann hätte das alles ganz anders ausgeschaut. Aber ja, wenn man nur 48 Stunden Zeit hat und du kannst eigentlich nach dieser Akro oder nach diesem Training nicht mehr normal gehen, dann fragt man sich ja, wie soll ich überhaupt turnen? Und ja, dann habe ich halt mit dem Physio nonstop gearbeitet. Am nächsten Tag haben wir pausiert und dann hatten wir noch ein Training vor dem Wettkampf am Samstag dann. Und ja, auch dieses Training, ich konnte eigentlich gar nicht viel machen. Am Balken, ja, man hat da nur 10 cm und wenn der Fuß nicht wirklich oder wie normal abdrückt, dann reagiert natürlich der Körper ganz anders und es unterbricht eine Bewegung. Und ja, beim Turnen, wir haben keinen Spielraum für Fehler. Und eigentlich ist man am Ziel seiner Träume angelangt und dann will man natürlich auch die beste Leistung abrufen können. Und es tut halt weh und der Muskel arbeitet nicht ganz so. Und auch der Physio sagt, ja, klar, geh einfach drüber und du hast keine andere Option. Und irgendwie, man kann dann auch dieser ganze Olympia-Effekt, das lässt einen schon sehr weit aus seiner Komfortzone rausgehen. Und für mich gab es auch eigentlich nur eine Option und die heißt 100% rein. Aber was anderes gibt es nicht. Wie warst du mit deinem Programm am Ende zufrieden? Also du hast ja über die Jahre vor Tokio schwieriger trainiert, also schwierigere Programme auf Anraten deines Trainers, der dann gesagt hat, es macht punktemäßig nicht viel aus, hat aber sehr viel Potenzial für Abzüge. Mhm. Hast du das denn geändert? Wie ging es dir damit, mit dieser Änderung? Ja, ursprünglich wollte ich ein paar Sachen, wie du schon gesagt hast, anders machen. Man muss dann immer abwiegen, bringt es mir schlussendlich auch was oder schaut es nur auf dem Papier mehr an Schwierigkeit aus? Wir haben dann auch im Vorfeld immer wieder etwas umgestellt, bei den Wettkämpfen probiert und ja, beim Turnen, wir werden von Kampfrichtern bewertet und dann schaust du natürlich, wie kommt die Übung bei den Kampfrichtern an und da spielt man sich etwas. Ja, es ist natürlich schon schwierig, wenn man, oder für mich als Turnerin, man übt jahrelang an schwierigeren Elementen auch und schlussendlich dann, wenn du diese Entscheidung triffst, ich mache es doch nicht oder ich lasse es besser weg, dann ist es schon schwierig, zum selber davon loszulassen, weil man so viele Arbeitsstunden da rein, ja, hineingesteckt hat und dann diese Entscheidung zu treffen, ja, jetzt mache ich es doch nicht, dann fragt man sich dann, ja, warum habe ich es dann überhaupt trainiert, oder? Ja, aber schlussendlich zählt die Endnote und dann ist dann, ja, da muss man dann über diesen ein oder zwei Zehntel, was man ursprünglich mehr an Schwierigkeitsgrad hätte, ja, da muss man dann einfach klug entscheiden und sagen, ich mache es eben nicht. Aufgrund meiner Wadenverletzung kurz vor dem Wettkampf habe ich dann auch noch mal ein bisschen mein Programm angepasst. Am Balken habe ich einen Sprung weggelassen und konnte ich eine Kombination nicht so gut turnen.
Boden im Großen und Ganzen blieb gleich, aber am Sprung habe ich meinen Sprung, den ich sonst normal immer mache, habe ich in einer gehockten Ausführung anstatt einer gestreckten Ausführung gemacht. Und ja, es war natürlich sauber, es war sauber geturnt, aber ja, das kostet dann schon sehr viele Punkte, wenn man da nicht die nötige Schwierigkeit turnt. Aber ich hatte das Gefühl beim Anlauf am Sprung, ich kann nicht so schnell rennen wie sonst, und die gestreckte Variante, die geht sich einfach nicht aus. Und somit war es nur in einer gehockten Ausführung. Abzüge waren nicht groß, aber natürlich in der Schwierigkeit büßt man da ein. Ja. Zum Abschluss noch kurz. 2024 geht es nach Paris. Frankreich hat quasi die Sommerspiele für sich gepachtet. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Mein Herz schlägt nach wie vor sehr fürs Turnen. Aber ich weiß, ich meine, durch die Verschiebung der Spiele ein Jahr länger, und ich habe mein Trainingsmittelpunkt hatte ich in den Niederlanden, und das war für mich ein Projekt, was ich natürlich schlussendlich ein Jahr verlängert habe. Das ist nebenbei, habe ich auch noch studiert, und klar, da muss man viel wieder ändern, die Pläne, und auch finanziell ist das nicht wenig, wenn alles auf einmal ein Jahr länger geht. Aber die größte Herausforderung war da eigentlich mental, vor allem immer diese Spannung und vor allem ja, Olympia, oder für mich waren die Spiele, mich hat das immer extrem angespornt, und es hat mich dazu verleitet, immer mehr aus meinen Komfortzonen herauszugehen, weil mich das, auch wenn ich schon nur an die Spiele irgendwie denke, bekomme ich Gänsehaut, und das hat mich immer sehr motiviert im Training. Und ich merke jetzt einfach, ich bin körperlich einfach müde, nicht das müde in dem Sinn, dass ich schlafen muss, sondern einfach ein bisschen, ja, wir trainieren beim Turnen unglaublich viele Stunden. Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend für den Körper, und ich muss mir jetzt einfach ein bisschen Zeit nehmen, um auch etwas Langzeitprobleme, körperliche Probleme, also kleine Verletzungen auskurieren zu lassen. Und jetzt, ich werde im September nach Lausanne gehen, da habe ich ein Stipendium bekommen für ein Masterstudium in Sportmanagement. Ich denke, das ist jetzt der perfekte Schritt, weil das gibt mir auch einfach wieder eine neue Inputs, neue Motivation. Und ich habe gesagt, ich werde jetzt einfach ein bisschen meinem Körper Ruhe gönnen. Aber ich muss auch sagen, Paris, durch das Tokio nicht so gelaufen ist, wie ich mir das grundsätzlich im Vorhinein vorgestellt habe, und die Spiele nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Ich mache da kein Geheimnis draus, das weiß jeder. da ist der Reiz natürlich schon groß, zu sagen, ich will nochmal. Ja, ich denke, es wäre auf jeden Fall möglich. Auch klar, man sagt im Turnen, mit 25 gehört man da wirklich schon zu den Älteren. Aber ich habe so viele Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt. Ich weiß, was ich trainieren muss, wie ich trainieren muss. Und ich bin überzeugt davon, dass ich es nochmal schaffen kann. Aber auch wieder in diesem Olympiazyklus, es gibt nur diesen einen Moment, in dem ich mich qualifizieren kann. Also eine Chance, das ist nicht viel. Und ja, ich war jetzt schlussendlich bei Olympia dabei. Und ich glaube, ich habe das zweimal jetzt verpasst mit London und Rio. Und dieser Rucksack war schon schwer, den ich für mich da getragen habe. Ich habe mir natürlich immer selber, an mich selber habe ich die höchsten Anforderungen, oder ich wollte das immer selber erreichen, bei den Spielen zu turnen. Und jetzt ist dieser Rucksack, dieser Ballast für mich selber mal weg. Vielleicht kann ich jetzt etwas entspannter an diese Sache herangehen, weil ich mir denke, ich muss nicht mehr unbedingt, ich kann. Und ja, vielleicht lässt das nochmal etwas ganz Neues herauskommen, und vielleicht geht noch mehr. Ja, abschließend möchte ich mit einem Zitat von deinem Trainer Damon Jones, das ich sehr schön fand. Nach so vielen Hochs und Tiefs hat sie es endlich geschafft. Sie ist für immer eine Olympiateilnehmerin. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Weiterhin ganz viel Erfolg und natürlich viel Gesundheit auch für den Körper. Danke, Elisa Hämmerle. Vielen Dank, es hat mich gefreut. Ja, und das war der Ländle-Sport für diese Woche. Nächsten Montag, 20 Uhr, Sie wissen es, gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie sportlich.